Der Blick in den Spiegel beweist es. Der Winter war lang und kalt, wir sind zu gutem Futter. Also aufraffen und losjoggen, die wabernden Speckmassen im Fitnesscenter schwingen lassen, neben perfekt trainierten Hungerhaken, Seilhüpfen auf dem Balkon oder Pilates-Mattentraining, Stepper oder Spin. Für ratlose oder antriebsschwache Einsteiger empfiehlt sich ein Personal Trainer. Stefanie Gargosch kennt einen. Walken trotz Nieselregen. Marc Zinkernagel, ein Mann für alle Wetterlagen. Sein Service individuell auf die Kundin abgestimmt. Nach dem Gehen Stretching. Persönliche Fitnessbetreuung, die sich immer mehr leisten. Manager, aber auch Künstler, Musiker. Aber nicht nur, also zum Teil eben auch so ein bisschen die Mittelschicht, sage ich mal jetzt vom Verdienst her, die sich dann vielleicht nicht einen Personal Trainer oder mich vielleicht nicht über Monate oder Jahre leisten, aber dann eben mal vielleicht für 10 Stunden. Zumindest, um eben mal so einen Einstieg zu bekommen. Ja. So wie Christiane Kästen. Die 45-Jährige war früher eher ein Sportmuffel, bis sie sich durchrang und per Internet ihren ganz privaten Trainer suchte. Weil ich mich nicht getraut habe, in ein Fitnessstudio zu gehen. Und ich dachte, das packe ich nicht. Und weiß nicht, ich habe mich geschämt und dachte, ich mache es erst mal mit dem Fitnesstrainer ein paar Stunden, bevor ich dann ins Studio gehen kann. Ich wechsle mal die Seite, linke Bein nach hinten. Und sie blieb dabei, zweimal die Woche. Heute würde sie wohl in jedem Fitnessclub eine gute Figur machen, doch sie schätzt Marks ungeteilte Aufmerksamkeit. Nach der langen Osterpause ist alles wieder ein bisschen ungewohnt. Nach dem Urlaub, ne? Ja, da habe ich mir auch eine Auszeit vom Sport genommen. Ja. Davon bin ich irgendwie ausgegangen. So zieht und pusht Mark sie heute ordentlich, geht aber nie an ihre Grenzen. Die feine Kunst der Motivation. So, und die letzten Stufen. Durchziehen. Das ist mal wieder eine völlig andere Belastung, als wir gerade auslaufen. Super. Der Lohn, Glücksmomente für beide. Nach dem Laufen im Regen, Entspannung zu Hause. Yoga, auch das bietet Marc an. Neben der Fitness will er seinen Kunden ein neues, bewussteres Körpergefühl schenken. Also, dass man erstmal überhaupt für sich mitkriegt, was ist eigentlich mit mir los? Bin ich eigentlich jetzt momentan wirklich so gestresst, dass ich ein bisschen runterfahren sollte? Fühle ich mich eigentlich noch wohl in meinem Körper? Ja, mein Körper ist ja mein Zuhause letztendlich. Fühle ich mich in meinem Zuhause wohl oder fühle ich mich nicht wohl? Christiane Kästen jedenfalls genießt die Fitness. Sogar ein gesundes Müsli, so verrät sie uns am Schluss, esse sie morgens nun regelmäßig. Alles dank Marc. Für den geht es weiter zur nächsten Kundin. Vor 6 Jahren machte der gelernte Sportlehrer sich selbstständig. Seitdem ist sein Job sein Leben. Denn ein guter Personal Trainer, so meint er, arbeite auch ständig an sich selbst. Dann, denke ich, ist es wichtig, und das ist dann schon schwieriger zu erlernen, sondern das muss man vielleicht auch ein Stück weit mitbringen, diese Empathie. Also sich in Menschen hineinversetzen zu können, sich reinfühlen zu können und eben zu gucken, tickt der Kunde, mit dem ich gerade trainiere. Bei Beatrix Lob muss er dies erst noch herausfinden. Die 34-Jährige hat vor 7 Monaten ihr zweites Kind bekommen. Marc besucht sie zum ersten Mal. Und die zweifache Mutter hat genaue Zielvorstellungen. Dass ich schlank und schön werde. Nein. Also nicht nur schlank und schön, sondern einfach wieder alte Fitness zurück. Ja. Also ich möchte gerne wieder so wie vorher meine 1,5 Stunden boxen können und vorher noch 1 Stunde aufs Laufband. Das war sozusagen mein 2-mal wöchentliches Training. Doch davor hat der Fitnesstrainer harte Disziplin gesetzt. Sie führen eine Woche lang ein Ernährungsprotokoll, schreiben ganz detailliert und ohne sich selbst zu belügen auf, was sie wann und wie viel ungefähr essen. Ich analysiere das zu Hause und dann setzen wir uns gemeinsam zusammen und dann erkläre ich Ihnen, was Sie richtig machen bisher und was man hinsichtlich der Gewichtsreduktion und des Muskelaufbaus besser machen müsste. Bei 3 Stunden Training in der Woche, so verspricht Marc der Kundin, könne sie schon in 2 Monaten 8 Kilo schlanker sein. Nach dem Gesundheitscheck die erste leichte Gymnastik, Muskeln aufbauen, damit nach dem Gewichtsverlust das Gewebe nicht hängt. Wieder hoch. Jawohl. Beatrix Lob macht begeistert mit. Allein Marks Honorar kann die Lust auf den Personal Trainer jetzt noch trüben. Also der Kostenpunkt ist natürlich entscheidend, würde ich sagen. Also klar, lohnt sich das. Mhm. Aber man muss natürlich abwägen, ob man das kann und wie oft dann in der Woche. 75 bis 100 Euro kostet die Plackerei im Wohnzimmer pro Stunde. Wem das zu teuer ist, der kann Marc aber auch teilen, mit der Freundin oder dem Ehemann etwa. Hart bleibt der Weg zur Traumfigur allemal.